Herzlich willkommen beim nächsten Let's Show vom T150 diesmal zusammen mit meinem Kumpel. Hallo. Ja, und ich sag dann mal viel Spaß. Also, wir wollen euch jetzt in einem kurzen Video zeigen, erstmal die Stärken und die Schwächen von einem T150. Und man sieht ja schon, das Matchmaking ist jetzt hier gerade nicht so gut, aber das ist nicht immer so. Es gibt auch viele Battle, wo der T150 ganz oben ist. Es geht aber auch noch schlechter. Und ja. Also ich habe den T150 inzwischen als Elite-Tank, also alles voll aufgerüstet und erforscht. So, dann spuren wir hier beim vor. Fahren wir ihn nur ein bisschen durch die Gegend. Also es gibt viele Leute, die sagen, dass der T150 ein schlechter Stufe 6 Panzer wäre, vor allem als Heavy. Dem kann ich ehrlich gesagt nicht zustimmen, weil ich schon Stufe 8 Panzer damit kaputt gemacht habe und auch schon einen IS-3 gebounced habe und solche Sachen. Und ich denke mal einfach, am Anfang ist er wirklich sehr schlecht, weil er da noch langsamer ist als jetzt. Das ist eine große Schwäche von ihm. Und die Kanone ist am Anfang auch wirklich scheiße. Aber wenn man den Panzer sich dann da mal durchgequält hat, dann am Ende, finde ich, lohnt es sich. Da hat er dann eine wirklich gute Kanone. Und die macht auch sehr oft sehr viel Schaden. Ja, im Replay sieht man jetzt auch mich mit meinem VK rumfahren. Ich gucke mir jetzt auch nicht mehr viel auf den Panzer. Die Line will ich jetzt einfach mal durchzocken. Und da sieht man schon den ersten Zap. In Brand gesetzt und ja, die Kanone finde ich eigentlich auch nicht schlecht hier, 70, allerdings halt nur auf Stufe 6, wie man ja auch schon im M10 Video von mir gehört hat. Also da vorne kommt jetzt gerade ein IS angefahren und den ersten, den hat er jetzt zwar nicht gebounced, aber es war mal wieder so ein Null Damage Hit. Das gibt es eigentlich jetzt nicht so oft und jetzt sieht man auch, jetzt habe ich direkt mal 280 Schaden gemacht und das ist eher so Standard. Der IS, der sieht mich jetzt nicht, ich habe nämlich auch ein Tarnnetz und es ist aktiviert und jetzt hat er gerade schon wieder 280 Schaden von mir bekommen. Das da ist ein VK, dieser Stufe 7. Ja. Ein Problem ist an dieser Kanone, sie hat ungefähr 10 Sekunden Nachladezeit und das kann ziemlich viel sein. Vor allem, wenn man dann direkt vor einem anderen steht, dann ist das manchmal nicht so toll. Aber das gleicht ja dann halt durch die eigentlich ziemlich gute Durchschlagskraft und den hohen Schaden aus. Ja, da springen wir hier jetzt nochmal ein bisschen vor, weil das auch wieder ein langweiliger Part ist. Da sieht man nur, wie ich gerade von einem Tiger 2, der auf den Berg campt, abgeschossen werde. Ja, das ist halt ein Nachteil der Physik, dass halt wirklich Leute jetzt anfangen, auf den Bergen rumzucampen. Und ja, ich versuche mich da dann hinter so einen runden Stein zu retten. Style, yeah! Also das da oben ist jetzt ein Tiger 2, das ist der Stufe 8 deutsche Heavy Tank. We didn't penetrate their armor. Den habe ich jetzt gebounced. Also sowas kann natürlich dann auch mal vorkommen, aber wir werden gleich noch sehen, dass diese Kanone auch durch eine Stufe 8 durchkommt, und zwar mehr als nur einmal. Und was ich halt hier auch toll finde, der Turm ist eigentlich auch relativ gut. Was es gibt ja bei vielen Panzer, dass das dann so eine starke Schwachstelle ist. Ähm,
Und die Kanone ist jetzt auch nicht so teuer, also da kostet halt ein Schuss 250 Credits und nicht so wie beim KV-1S irgendwie, dass es 1000 Credits pro Schuss kostet. Und das finde ich auch gut, weil man sich dann nicht irgendwie immer so überlegen muss, ob man jetzt dann wirklich schießt oder so. Ich meine, das ist dann halt auch ein Nachteil an solchen Panzern. Ja, also was man auch noch zu diesem Panzer sagen muss, ist, dass die Ketten, die gehen hier jetzt zwar nicht kaputt oder nur einmal, aber es gibt auch Battle, da gehen die einfach die ganze Zeit kaputt. Und das da vorne, das ist jetzt ein T-34. Da werdet ihr gleich sehen, der von mir einsteckt, hat gerade 300 Schaden von mir bekommen und ich bin Stufe 6. Dieser Panzer ist ja eigentlich doch relativ gut. Ich muss jetzt auch dazu sagen, der Typ versucht es richtig zu machen, versucht Halldown zu spielen, was mit dem guten Turm halt auch geht. Aber dadurch, dass der einfach nicht höher steht, unser Panzer, hat er einfach eigentlich keine Chance dagegen. Durch die Hülle kommt man eigentlich jedes Mal durch. Ich finde 880 HP für einen Stufe 6 Heavy auch nicht zu wenig. Es gibt ja auch überpowerte Panzer und das ist dann auch immer doof, aber dieser Panzer, der macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das ist gerade ein T-32, der hat bei mir gerade 300 Schaden in den Turm reinbekommen. Und sowas gibt es halt öfter. Also wie gesagt, ich habe auch schon IS-3 gebaut, dreimal. Und das ist dann halt auch lustig, vor allem wenn der dann direkt vor einem steht und man dann eine Stufe 8 Panzer hat. Da habe ich jetzt gerade versucht, mir dann noch einen Abschuss zu holen von dem T-34, weil der nur noch 1% hatte. Ist dann leider schon davor gestorben. Jetzt wurde ich halt von der Atem erschossen. Und mein Fazit ist vom T-150. Auf jeden Fall am Anfang entmutigt er einen sehr viel und er ist sehr schlecht. Aber am Ende kommt ein wirklich toller Panzer bei raus und der ist eigentlich auch relativ kostengünstig. Er macht auch immer mehr Credits, als er verbraucht. Also der Panzer ist echt gut. Ja, das war's für uns dann von uns dann für heute. Wir verabschieden uns und sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.